Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders mit mir. Und mir. Ich wurde hier voll unter Druck gesetzt. Ich sollte eine gute Anmoderation machen. Ja, hat funktioniert. Ja, bist du zufrieden? Großer Lurcherhaufen. Ja, Trägheit ist Geschichte. Wir hätten jetzt mal nochmal zu Wölgrim gehen können, ne? Und nochmal ein bisschen aufwerten können. Zu Wölgrim. Wir sind aber in der Sturmgestalt. Nee, da links. Ach so, hier. Oh, er fährt. Abfahrt. Will uns das Spiel weismachen, dass diese kleinen Spinnennetze diesen ganzen Zug gehalten haben? Du weißt, wie stabil Spinnennetze sind? Ja, aber und ich glaube... in der Größe? Ich bezweifle, dass sie einen ganzen Zug halten können. Wir können jetzt drüben ist aber auch Vulkan. Ja. Hm? Ich dachte, ich hätte noch Blut gesehen. Hey. Da hinten, da. Das ist ja gut. Ach so. So. Der hat mir noch den Haufen. Wollen wir den erst nochmal kaputt machen? Da hast du recht. Weil der gibt nochmal Satzseelen. Oh, ich muss mal aufpassen, ne? Ich habe ja mal so ein zartes Stimmchen. Ich muss ein bisschen lauter reden hier. Ich habe eher das laute Organ. Sei ich habe, Entschuldigung, dass ich ständig die falschen Knöpfe drücke, aber ich habe relativ viel Switch gespielt und da ist X und Y und A und B genau vertauscht. Wir spielen hier mit dem Xbox-Controller. Das ist auch gemein, wenn die Controller alle vertauschte Tasten ja, haben. Man sehe es mir nach, bitte. Das wird uns beiden Spaß machen. Wollen wir nochmal? Ja, oder? Dann sind wir 20. Ja. Ich glaube, eine Maximalstufe gibt es nicht. Lass dir Zeit. Das weiß ich nicht. Gesundheitsläufe. Wie du willst. Ultan, wir haben ja ziemlich viele Dämonen und Engelsgedöns und so gekriegt. Bitte, lass dir Zeit. Schauen wir mal. Ja, und man hat uns gesagt, ein paar Sachen stehen auch in den Ladebildschirmtexten, aber da achte ich irgendwie nie drauf. Nee. Das ist so Deko für mich. Aber man muss halt einfach als Zuschauer auch mal in Anführungszeichen akzeptieren, dass nicht jeder so spielt, wie man selbst spielt. Und dass jeder das Spiel selber kennenlernen möchte. Und wenn da halt mal irgendwas einem durch die Lappen geht, dann ist das so. Was darf es sein, Reiter? Wir spielen es ja auch nur hier in der da Aufnahme. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Irgendwie können wir gerade so gar nichts, ne? Nee, uns fehlen Diamantspannen. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Ach so, wir hatten ja, wir konnten ja nur die eine... Aber am Ende hatte man ja trotzdem alles. Am Ende hatte man trotzdem alles, ja. Da braucht man aber halt auch 12 Dämonenartefakte. Ja. Es geht wieder los. Die Nachbarn klopfen wieder. Oh, hier fehlt aber nur noch ein Engelsartefakt. Okay. Und können wir irgendwie... Haben wir woanders schon... Genau, da haben wir doch die Dämonen. Da fehlt uns auch eins. Okay. Okay. Dann können wir doch nichts machen. Und das wollten wir nicht, weil es nicht so cool war? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlichkeit, dass die... Ach, das wird Zornregeneration. Okay. Da wir ja den Zornangriff so oft nutzen, haben wir super viel Zornbedarf. Ich würde tatsächlich erstmal die Engelsstärkung interessant. Priorisieren. Ja gut, da hat sich ja die Reise zu Ultan voll gelohnt. Hallo. Achso, wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wollen wir mal gucken, kann man das irgendwie erscheinen? Ich meine, wir müssen hier in diese Richtung wieder. Aber ich reise einfach nochmal zurück zu... Sei gegrillt, bitte. Da, wo wir hergekommen sind, so zur splitterten Haltestelle. Vielleicht geht es ja von da jetzt irgendwie weiter. Vielleicht haben wir ja wieder irgendwelche Fähigkeiten. Warum sind die Tipps wieder Englisch? Vielleicht sind nur einige Englisch und einige man Deutsch. Weiß ich nicht. Also mit Untertiteln und so ist es echt wirklich... Grausig. Grausig. Also richtig, richtig, richtig mies und schlecht.
Ja. Untertitel, Lippensynchronität, es steht was anderes da, als gesagt wird, es passt hinten und vorne nicht zusammen. Grauenvoll. Wirklich, wirklich ja. Grauenvoll. Also wer auch immer dafür verantwortlich war, ja, man sollte seine Stelle überdenken. Oder vielleicht einfach nochmal alles durchgehen, bevor man es veröffentlicht. Oder das, ja. Also wenn mal was ist, finde ich es nicht so schlimm. Aber es gab auch ein Spiel, da war Übersetzung und sonst was alles so schrecklich, ja, dass es einfach mittlerweile dann im Spiel stört. Also irgendwann stört es einen dann ja auch. Hallo, kleiner Mann. Kann ich dir irgendwo mit hinnehmen? Das ist mein kleiner Mann. Okay. Ich weiß nicht. Die waren ja oben vom Rätsel irgendwo, ne? Vielleicht können wir darüber. Aber da war ja nichts, oder? Zum Aufsaugen? Nee. Tschüss. Der quietscht so traurig. Da war nichts zum Aufsaugen. Aber wir müssen halt irgendwie da lang. Ja, dann lass uns doch mal da lang gucken. Oder da? Jetzt müssen wir da lang. Irgendwie müssen wir... Warte mal. Ist das nicht bei den Schlangenlöchern angegeben irgendwie ein bisschen? War da niemand? Sei gegrüßt. Bitte. Lass dir Zeit. Gia, Atrium. Ach ja. Da waren wir. Mhm. Das ist alles gesperrt. Wie du willst. Weißt du, jetzt sagst du uns, wir müssen nach da. Finde ich ein bisschen komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Das Gefühl habe ich auch. Sind die schon lang gegangen? Ich glaube, ja. Du glaubst ja? Mhm. Ja. Okay, das stimmt. Aber Ultan hat jetzt irgendwie auch nichts zu melden oder so, ne? Nee. Müssen wir nochmal in den Untergrund? Keine Ahnung, wo ist denn hier lang? Huch! Ah ja, hier war nur... war ein Engels- oder ein Dämonenfragment, ja, glaube ich, ne? Ja, Mensch, ein Questlog oder eine Karte wäre immer hilfreich. Oh, wir müssen noch die Punkte verteilen. So. Schon gut. Kommt hier gerade nichts. Ah, jetzt. Ich konnte es gerade nicht anwählen. Ach so, okay. Ganz komisch. Ob wir die Fragmente mal öfter einsetzen müssen? Ich weiß es nicht. Aber bisher kamen wir doch ganz gut so durch. Ja, eigentlich schon. Steht dir nicht. Okay, Fury. Wissen wir ja jetzt Bescheid. Oh! Da waren wir hier schon? Ich weiß, dort kamen wir nicht hier rein. Aber die Gegner sind wieder da oder immer noch da. Respawnen die vielleicht? Oder? Ich weiß es nicht. Auch nicht. Im Zweifel gehen wir nochmal. Wir gehen einfach jetzt mal hier lang. Kann auch sein, dass wir hier ganz am Anfang hier lang gelaufen sind oder so. Ich glaube ja. 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 Es ist echt doof, dass es keine Map gibt. Was denn? Du hattest einen Einfall. Ich hatte einen Einfall. Wir haben doch
Ach, die Wirbel, meinst genau, du? Genau, wir hatten doch in der Stadt, weißt du, ja, wo wir zu Ultan gegangen sind, hatten wir doch Wirbel. Jetzt ist die Frage, wo ist hier jetzt die nächste Wirbelposition? Jo. Super gut, super gut, super gut. Das war hervorragend von mir. Ich kann's halt einfach. Da kann man nicht anders sagen. Gekonnt ist eben gekonnt, oder wie sagte Kogoromori? Ja. Passt zu mir. Ich bin Kogoromori. Was denn, schläfst du ja immer? Ja, und krieg nichts auf die Kette. Das kriegt er tatsächlich nicht. Aber das würde ich von dir jetzt nicht so behaupten. War hier nicht irgendwo Wulgrim? Ich glaube, da wo wir spinnen. Da hinten irgendwo. Hauptsache erstmal 11 Minuten der Folge verplempert. Ja, wir wissen halt, wie wir. Da war noch Loot! Wo? Da. Wir wissen halt, wie man LP in die Länge zieht. Richtig. Das darf ja nicht zu kurz werden. Richtig. wo geht's denn hier durch? Guck mal, da ist was zum Anzünden. Ja. Okay. Wir gehen einfach mal hier weiter. Ja. Achso, kommen wir jetzt nicht hier raus, meinst du? Ich hab keine Ahnung. Ich find's wirklich, wirklich, also ein Spiel ohne Map finde ich einfach kacke. Muss ich ja so mal sagen. Finde ich scheiße. Ach, jetzt sind wir wieder im Parkhaus, oder was? Anscheinend. Hier ist noch Loot. Das wusste ich natürlich. Und Dämonenartefakt. Artefakt. Ich habe festgestellt, meine geheime Fähigkeit ist es, Wörter, Buchstaben zu vertauschen und nicht richtig sprechen zu können. Ach, jetzt sind wir ganz am Anfang. Ja, aber da war doch irgendwo eine Wirkungsposition. Ja. Wollen wir da nicht einfach hin? Irgendwo schon. Da ist ein Wirbel. Ach, da ist ein Wirbel, ja. Guck mal, der haut dich wieder. Das war ein wunderschöner Konter, aber leider auf dem Boden. Ja nun, ich kann ja nichts dafür. Das ist auf dem Boden? Ja. Ja, es ist Pure, es ist schon bestimmt. Jetzt alle. Ich glaube ja. Da ist noch Loot rechts. Nee, zu weit da. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir sind. Da ist was zum Anzünden. Hier waren wir doch noch nicht. Ach doch, ich glaub, das ist Ultan. Hier geht's hoch zu Ultan. Aber wollen wir das anzünden? Ja, wollen wir. Oh, das ist ein Durchgang. Ah, da war irgendwo noch ein Wirbel, ne? Ja, auch noch. Wir haben so viel gefunden. Mhm. Das klingt groß und eklig. Auch schon, oder? Guck mal, da ist irgendwas. Es war aber so eklig. Ja. Ungetarnter Gegner. Wie gemein. Hier waren wir auch schon. Oder? Ist da was im Wasser? Ach, da kamen wir ja nicht hoch. Oder? Haben wir schon mal ausprobiert? Nee. Wieso geht denn Feuer aus im Wasser? Unlogisch. Total unlogisch, ja. Aber wenn wir so weit aus dem Wasser springen, aktiviert sie es automatisch wieder. Hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Ich will erst mal oben lang. Ja. Da hängt was an der Wand. Hast du es gesehen? Da. Rechts. Beim Blut.
Oh. Ganz viele neue Leute. Guck mal, den haben wir schon mal getriggert. Mhm. Auf die Knie! Wie sie wünschen. Da ist wieder so ein Fetti. Oder kommen noch die Feinde? Oh. Wow. Vielleicht einen Zornangriff? Loot. Die Musik ist ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen vielleicht, das stimmt. Ich mag Post nicht. Okay. Ja, da unten geht's weiter. Da vorne geht's irgendwie weiter, oder? Ja. Oder sieht das nun so aus? Da unten liegt auf jeden Fall noch Loot. Ich will aber erstmal. Hier hoch und diesen Geist da einsammeln. Mhm. Wo kommt er denn her da hinten? Ich weiß es nicht. Die sind alle von der Decke. Hat sie offensichtlich alle getriggert. Alle. Da ist auch noch. Alle dry zusammen. Aber war hier oben links nicht noch Loot? Da? Ja, da ist irgendwas anderes eklig. Und Loot. Männerlöcher auf. Ich hab sich wieder alle Gegner da oder neue rechts? Gegner da. Was ist das? Wollen wir uns mal angucken? Was ist das? Lila Ding? Ist das für die Käfer? Machen kann ich damit auf jeden Fall mal nichts. Okay. Oh Gott. Ich bin dein Untergang! Okay, Fury. Zorn fühlt sich aber ganz gut wieder auf, finde ich. Ja, das stimmt. Ich habe hier unten eben noch Loot gesehen, aber hier geht's auch weiter. Ja. Aber hier geht's auch zum Boss. Dann also weißt du, in Richtung Kuppenkopf. Ja. Dann lass uns doch erstmal in die Ecke. Gucken wir erstmal hier oben. Da ist auf jeden Fall Loot. Hm, unten und oben. Unten lag glaube ich auch was. Ne? Ja. Huch, den habe ich nicht gesehen. Der ist irgendwie auch gerade erst aufgestanden. Kommt noch jemand vom Himmel gefallen? Oder kam der vom Mond runter? Mondfragment. Aber hier Dornfragment. Das ist doch das gleiche Schatz. Achso. Entschuldigung. Hier kommen wir aber noch nicht hoch. Okay. Oder? Nee, nicht wirklich. Oder es sei denn, wir können wieder irgendwo... So hoch glitschen, meinst du? Au. Oh. Ja, dass wir irgendwo auf der Kante stehen können. Aber nee. Ich werte das mal als nein. Ich baller jetzt halt erstmal alle kleinen Heilfragmente weg. Weil irgendwann bringen die kleinen halt nichts mehr. Ja. Und solange die noch halbwegs gut heilen. Wir finden ganz schön viele Haufen mit. Ja gut, wir brauchen ja auch, wenn man es mal genau nimmt, echt viele Seelen. Ne? Allein fürs Level aufwerten. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. Oh, das ist eine Vulkan-Position. Das ist eine Vulkan-Position. Eine neue. Das wird gespeichert auf jeden Fall. Ja. Okay. Gucken wir mal, ob wir ein Level können wir glaube ich nicht. Mit 3-4. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Sei gegrillt. Das wird uns. Wie du willst. Lass dir Zeit.
kaufen, aber. 6 Stück davon jemals kaufen. Vielleicht müssen wir sie sogar kaufen. Ich vermute, dass wir sie, um alles aufzuwerten, vielleicht sogar kaufen müssen. Wie du willst. Na gut, dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein, auch wenn wir ein bisschen rumgeirrt sind am Anfang. So haben wir doch, ich weiß nicht, ob wir den richtigen Weg gefunden haben, aber wir haben einen anderen Weg, einen neuen Weg gefunden. Genau, neues Gebiet. Neues Gebiet, neue Gegners. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Genau. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.